Mom ist endlich wieder zu Hause. Was genau mit Tante Colleen passiert ist und warum sie es gemacht hat, das kann niemand sagen. Aber sie ist im Gefängnis. Und wenn es nach mir geht, wird sie das auch für immer bleiben. Aber halt! Ich versuche doch, dieses Drama hinter mir zu lassen. Denn ich bin gerade dabei, mein Leben zu ändern. Ich bin nach Brightchester gezogen, in die WG von Naveen und Jillian. Zwar warte ich noch immer auf die Rückmeldung der Universität, aber in der Zwischenzeit verdiene ich mein Geld mit Straßenmusik. Mir geht es gut. Und meiner Familie in Windenburg auch. Tayo, Adam und Christopher haben heute ihren ersten Schultag. Krass, oder? Für mich sind sie immer noch Babys. Und mit diesem wunderschönen Anblick starten wir in den Part hinein. Snow ist endlich wieder zu Hause und das Wichtigste, es geht ihr gut. Sie hat nun auch endlich bemerkt, dass sie sich ein wenig um ihre Entspannung kümmern sollte und nicht immer nur im Alltagsstress versinken. Deshalb ist sie heute tatsächlich schon um 5 Uhr aufgestanden und hat erstmal mit ein wenig Wellness in den Tag gestartet. Das war aber genug Wellness, jetzt wartet wieder ihr Alltag auf sie. Immerhin haben wir heute Montag und uns steht ein aufregender Tag bevor. Deshalb wird sie einmal für die Familie Eier und Toast zubereiten. Heute haben nämlich unsere Drillinge ihren allerersten Schultag. Und da werden wir Adam, Tayo und Christopher natürlich begleiten. Übrigens, es ist euch sicher schon aufgefallen, die Zimmeraufteilung hat sich ein wenig verändert. Tayo und Christopher haben natürlich das bekommen, was sie wollten. Das coole alte Zimmer ihrer großen Brüder. Und Adam muss hier auf diesem Klappbett schlafen. Oliver wird dann gleich mal alle zum Essen rufen und dann können sie noch gemeinsam frühstücken. Und natürlich, wie wir im Intro schon gesehen haben, unser Haushalt hat sich wieder ein wenig verkleinert. Damon lebt nun nämlich auch in Brightchester. Und was auch noch passiert ist, Oliver ist ein Senior. Und wie man auch ganz gut merken kann, er ist unfassbar traurig. Tatsächlich ist er der Einzige der Familie, der den Angriff auf Snow noch überhaupt nicht überwunden hat. Aber irgendwo ist das auch verständlich. Immerhin war die Angreiferin seine eigene Schwester. Falls irgendwer von euch übrigens einen Vorschlag hat, wie wir Colleen wieder aus dem Gefängnis rausbekommen und wie wir aufdecken können, dass sie in Wahrheit unschuldig ist, schreibt es mir sehr, sehr gern in die Kommentare. Und nun startet der erste Schultag für Adam, Tayo und Christopher. Wie immer starten wir in den Tag mit einer morgendlichen Freizeit. Als ob! Hier ist einfach Baby Coco. Fragt mich bitte nicht, warum sie so unglaublich überbelichtet ist, aber unser Christopher wird gleich mal hingehen und sich einmal lustig bei ihr vorstellen. Ich glaube, Christopher und Coco könnten sich richtig gut verstehen. Falls irgendwer vergessen haben sollte, wer Coco ist, sie ist ja das Kind von Serena, also von der bösen Königin. Und ich wollte ja unbedingt, dass sie und die Kinder von Snow irgendwie in Kontakt kommen. Er wird sie einfach mal nach ihrem Tag fragen und wird sich bei ihr vorstellen und sagen, hi, ich bin Christopher, ich komme aus Windenburg und wer bist du? Mein Name ist Baby Coco und darauf sagt er vermutlich irgendwas Blödes, denn wer nennt sein Kind bitteschön Baby Coco? Und in einem der letzten Parts habe ich euch ja gefragt, was sollen wir nur mit Coco machen? Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, wie dieses zuckersüße Kind irgendwann mal eine böse Stiefschwester wird. Und da hatte Miriam eine Idee. Coco muss ja nicht unbedingt böse werden oder bleiben. In den Fortsetzungen von Cinderella wechselt die eine der beiden Schwestern ja auch die Seite, also von böse zu gut. Und möglicherweise ist das in unserer Geschichte ja Coco. Was ich für die Drillinge übrigens auch sehr bezeichnend finde, sind die Hausaufgaben. Adam hat seine Hausaufgaben erledigt. Christopher hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Und Tayo hat gar keine Hausaufgaben mehr. Und in der Mittagspause freunden sich Tayo und Christopher schon mit ihren Mitschülern an. Hier haben wir einmal Erica, mit der kann er gleich mal über ihr Lieblingstier sprechen. Dann gibt es noch Dream, Jocasta und Abiel. Alle haben mal wieder sehr tolle Namen und unser Adam, der übt hier im Computerraum einfach Tippen. Adam, ich habe zwar im letzten Part gesagt, dass du möglicherweise ein klischeehafter Nerd wirst,
Aber dass das so schnell geht, hätte ich mir nicht gedacht. Aber unser Adam möchte im Gegensatz zu seinen Geschwistern natürlich maximalen Erfolg in der Schule. Deshalb muss er sich jetzt auch bei jemandem vorstellen. Wie wär's mit Abiel? Wenn er sich schon neben uns hinsetzt, können wir auch gleich mal mit ihm sprechen. Oh, der sieht aber auch süß aus. Wir werden mal einen Nacho-Witz machen. Ich glaube, das ist der Humor von unserem Adam. Und dann haben wir das auch schon abgeschlossen. Jetzt muss er einmal experimentieren und sich online über Archäologie informieren. Da er schon am PC sitzt, können wir das gleich machen. Während seine Brüder den ganzen Tag mehr oder weniger Blödsinn machen oder sich mit ihren Schulkameraden anfreunden, sitzt Adam noch immer am PC und hat den ganzen Tag gelernt. Und den Nachmittag verbringen wir nun mit unserem Noah, und zwar im Wellnesscenter in New Crest. Wir können hier eine geführte Meditation veranstalten. Und ich glaube, das werden wir gleich machen. Und zwar öffentlich. Und hoffentlich gibt es Teilnehmer, weil dafür bekommen wir 80 Simoleons. Als ob. Da sind jetzt einfach 3 Sims, die mit Noah gemeinsam meditieren. Und dafür bekommen wir Geld. Das ist so entspannend. Ich finde das absolut großartig. 160 Simoleons. Und nach dieser anstrengenden Tätigkeit können wir uns ja mal hier oben in der Sauna entspannen. Und während unser Noah hier noch ein wenig entspannt, schauen wir zurück nach Windenburg. Denn nicht nur Noah ist nicht zu Hause, auch Oliver und Snow haben einen kleinen Ausflug gemacht. Sie sind hier zusammen im Park und genießen die Zeit zu zweit. Oliver wird seine Frau einfach mal bewundern und wird ihr sagen, Snow, danke, dass du da bist. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, dass es dir gut geht. Ich liebe dich wirklich über alles. Und ich kann mir ein Leben ohne dich einfach nicht mehr vorstellen. Bitte pass auf dich auf. Und unsere Snow würde mit Oliver zu gern über den ganzen Vorfall reden und versucht, eine tiefgründige Unterhaltung zu führen. Sie fragt nochmal nach, bist du dir ganz sicher, dass Colleen es war? Ich kann mich an den Überfall nicht mehr erinnern und wir haben uns doch immer so gut verstanden. Ich verstehe das einfach nicht. Aber unser Oliver blockt die Unterhaltung ab. Er möchte jetzt nicht darüber reden. Vielmehr möchte er sich an schöne gemeinsame Zeiten erinnern. Deshalb wird er sich nicht weiter auf dieses Gespräch einlassen, wird einmal ihre Wange küssen und sie umarmen. Und dann machen die beiden etwas, was so gar nicht zu ihnen passt. Aber anscheinend sind sie manchmal doch noch wild und jung. Sie machen ein Techtelmechtel im Busch. Immerhin könnte ich mir vorstellen, dass das in einem Haus gefüllt mit Kindern gar nicht so einfach ist. Ein paar Stunden nur zu zweit verbringen. Und deshalb gehen sie jetzt in den Busch. Wow, möglicherweise entsteht hier ja gerade unsere Cinderella. Schreibt mir also schon gern mal Namensvorschläge in die Kommentare, egal ob jetzt ein Baby entsteht oder nicht. Aber wisst ihr, wo es ein neues Baby gibt, das wir kennenlernen müssen? Bei unserer Serena. Darf ich euch vorstellen? Mein Babyboy, mein kleiner Prinz, mein ganzer Stolz. Sieht er nicht aus wie sein Vater Ryan? Ach, Ryan, da muss ich euch auch noch etwas erzählen. Er ist leider von uns gegangen. Und wisst ihr, was auch passiert ist? Snow hat überlebt. Mein Mann ist tot und sie lebt. Das Leben ist wirklich nicht fair. Und hier sind wir nun bei Serena und unserem Babyboy. Und ja, er heißt tatsächlich Babyboy. Einfach weil ich noch keine Namensvorschläge von euch habe. Also bitte schreibt mir jetzt Namensvorschläge in die Kommentare. Und dann benennen wir ihn natürlich um. Was ich übrigens sehr spannend finde. Eigentlich wollte Serena ja nie Kinder und wollte deshalb auch keinen Sohn haben. Aber plötzlich fühlt sie sich selbst sicher, weil er geboren ist. Das verstehe ich wirklich absolut nicht. Anscheinend liebt sie ihn. Aber von ihrer Tochter Coco hält sie leider nicht so viel. Aber die kümmert das anscheinend auch nicht weiter. Die tanzt hier unten. Und vermutlich ist sie glücklich, weil sie einen neuen Freund gefunden hat. Unseren Christopher, der ja eigentlich ihr Cousin ist, aber davon hat sie natürlich keine Ahnung. Mittlerweile haben wir schon nach Mitternacht und nun entdeckt Serena, dass ihre Tochter noch immer nicht schläft. Und das geht natürlich gar nicht.
Sie wird hingehen und wird sich einmal mit ihrer Tochter über die Hausregeln streiten. Und sie haben direkt eine schwierige Familiendynamik, das fühle ich sehr. Serena beginnt sofort zu schreien. Baby, was ist eigentlich dein Problem? Du hast morgen Schule, geh ins Bett. Oder möchtest du etwa, dass nichts aus dir wird? Willst du für immer dumm bleiben? Und nun bekommen wir die Benachrichtigung, dass Baby Coco sehr frustriert darüber ist, dass Serena einfach nicht damit aufhören kann, ihren Standpunkt zu vertreten. Mag Coco möglicherweise keine Streitereien? Definitiv nicht. Aber leider hat sie eine streitsüchtige Mutter. Und jetzt bekommen wir auch noch die Benachrichtigung, kann es sein, dass Serena keine Kinder mag? Ja, das sehe ich tatsächlich auch. Serena mag keine Kinder, außer natürlich ihren kleinen Babyboy. Den liebt sie über alles. Unsere Coco hat definitiv genug von all den Streitereien und geht deshalb so schnell wie möglich ins Bett. Und da Serena nun endlich Ruhe hat, verzieht sie sich in ihr Büro, damit auch der Butler nicht mit anhören kann, welches Gespräch sie nun führen wird. Nevia, kannst du es glauben? Snow hat einfach überlebt. Ich dachte, es ist nicht möglich, dass sie diesen Angriff überlebt. Du hast versagt. Ich dachte, ich kann mich auf dich verlassen. Und Nevia schafft es dann tatsächlich, Serena ein bisschen zu beruhigen. Denn sie versichert ihr, das nächste Mal schaffen wir es. Und ja, es wird ein nächstes Mal geben. Glaubst du an Wunder? Ich habe nie daran geglaubt. Bis jetzt. Erst hat Cinderella mir das Leben gerettet und nun bin ich wieder schwanger. Ich erwarte meine erste Tochter.